Hallo und herzlich willkommen zurück zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Wir machen noch eine Schicht mit dem Drehleiterfahrzeug. Sieht so aus, als wolltest du heute noch hoch hinaus. Ja, ich will hoch hinaus. Ja, könnte Pflege brauchen, wissen wir schon. Los geht die Lucy. Wir wollen hoffen, dass wir... Also wir brauchen noch 1450 Punkte, um endlich einen Rosenbauer fahren zu können. Das heißt, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, ob genug Sprit und Wasser in dem Fahrzeug ist. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Und was ich gerne mal wissen würde, ist, wie man eigentlich sieht, wann man das reparieren muss. Weil ihr wisst ja schon, ne? Ich kann auch so einen dicken Schraubenschlüssel da hinten aus dem aus der Werkstatt holen und damit an dem Fahrzeug rumfuchteln. Nur wenn ich das mache, ohne dass es dafür einen Grund gibt, dann kriege ich sofort einen drüber nach dem Motto, ey, wir sind ja nicht in der Tuner-Werkstatt oder was. Du hast ja wohl nicht alle. So, was mich mal interessieren würde, ist, wieso habe ich keine Wasseranzeige? Obwohl ja, ich hier mit einem dicken Schlauch Wasser benötige zum Löschen. Schon in der einen oder anderen Mission auch schon erprobt. Ich kann das Ding einfach im Regen stehen lassen, man muss es gar nicht waschen. Naja, aber wir sind ja liebevoll mit unseren Fahrzeugen. Ihr wisst ja, bei Männern auf Platz 1, die Frau auf Platz 2 das Auto. Und deswegen machen wir ein bisschen sauber mal. Vielleicht kriegen wir dafür eine Belobigungsurkunde. Hä? Aber zumindest mal hier die Scheiben so ein bisschen sauber machen oder Nummernschild, das muss man lesen können. Und ihr seht, wir sind im Level 9, wenn ihr so wollt, von 11. Oder sind einige Fahrzeuge gemeinsam? Ich weiß es nicht. Ja, was heißt hier, du Idiot? Ich bin hier am Saubermachen, du rennst in mein Wasser rein. Du bist doch selber der Depp. Heidenei. Hier Felgenpflege. Perfekt. So. Da können wir eigentlich mal eine Rundtour machen. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns in der freien Zeit, wo hier irgendwie keine Action ist, mal das Flughafen-Terminal-Gebäude genau ansehen, weil es da so viele Sachen zu sehen gibt, die wir wahrscheinlich alle noch nicht gesehen haben. Und deswegen begeben wir uns mal in die Richtung, aber ich habe schon wieder das ungute Gefühl, dass wir nicht weit kommen werden. War ja bis jetzt immer so. Was man hier auch alles machen muss, ne, in der Kürze der Zeit. Waschen, legen, föhnen, nachtanken. Mit dem Schraubenzieher rumfuchteln, mit dem Schraubenschlüssel rumfuchteln. Obwohl man gar nicht weiß, wann man das machen soll. Ja, und selbst mit mittleren Schatten und HDR aus, sieht das immer noch hübsch aus. Kompliment. So. Also hier machen wir mal andersrum. Drehen wir hier den... Erstmal fahren wir so, dass wir A, den Verkehr blockieren, B, schnellstmöglich wieder rauskommen und C, möglichst wenig weit laufen müssen. Was da die höchste Priorität hat, könnt ihr euch denken. So, und jetzt gehen wir mal in aller Ruhe hier mal eine Runde shoppen. Hallo. Na? Erstmal hier... Kontrolle, ob wir auch genug Eisen dabei haben. Rennen sollte ich übrigens nicht. Das seht ihr schon, da geht meine Power runter und Feuerwehrausrüstung besteht offenbar in gewissen Teilen aus Metall. Wieder was gelernt.
So. Hier können wir telefonieren. Einsatzbefehl für Florian 9. Uns erreicht eine Meldung vom neuen Frachtterminal am Gate B. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. So viel zu meinem tollen Plan, euch das hier zu zeigen. Aber ihr wisst ja, wir wollen Punkte verdienen und vor den Rosenbauer hat der liebe Gott das Drehleiterfahrzeug gesetzt. Wir machen hier wieder unsere Lichtorgel an und los geht's mit 70 Kilometern pro Stunde in Richtung Einsatzort. Dieses Mal Rauchentwicklung. Wahrscheinlich müssen wir nur wieder löschen mit dem Wasser, was nicht vorhanden ist. Ich nehme an, dass das ein Bug ist, der noch gefixt wird. Gut, aber wir nehmen das Wasser. Wir haben nur den Schlauch dabei und nehmen das Wasser aus einer Leitung von einem anderen Fahrzeug. Wir sind ja meistens nicht alleine am Einsatzort. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht so weit fahren müssen. Ne, das sieht gut aus. So, und es regnet und die Sonne scheint. Dann müssten wir da irgendwo einen Regenbogen wahrscheinlich sehen können. Einen schönen Regenbogen habe ich lange auch nicht mehr hier so in Natur gesehen. Was nicht zuletzt vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich ja Gamer bin, den ganzen Tag im Keller hocke. Nur um das Klischee nochmal so ein bisschen hervorzuheben, nicht wahr? So, hier haben wir eine riesen Action. Aber irgendwie sehe ich hier nicht genau, wo es hier brennt. Weil die stehen vermutlich alle auf der falschen Seite. Ich fahr mal einmal drum rum. Wenn wir jetzt natürlich eine Person bergen müssen, bedeutet das, dass wir mit der Person einmal um das ganze Gebäude rumlaufen müssen. Das wäre nicht so prickelnd, wenn ihr mich fragt. Ah, guck mal, da müssen wir hin. Das sieht zumindest nicht nach Personenschaden aus. Also nehmen wir unseren Schlauch und löschen das Feuer. Gut, dass die ganzen Kollegen wieder mit dabei sind und zugucken. Und zwar diesmal durch das Haus durch. So, rein in das Körbchen. Hoch mit dem Körbchen, rum mit dem Körbchen, raus mit dem Körbchen. Gelöscht mit dem Feuerchen. Zurück mit dem Geierchen. Und dann können wir den Schlauch wieder wegstecken. Ja, so kann das weitergehen, wenn es nach mir ginge. Schön die Punkte hier mitnehmen. So, weg damit. Klappe zu. Blaulicht aus, Dinge reinfahren, Warnblinker aus. Da kommt der Korb angesaust. Untrüglich Zeichen dafür, dass wir gleich losflitzen können. Und dann würde ich sagen, versuche ich jetzt nochmal euch ein bisschen was zu zeigen vom Bahnhofsgelände. Also Bahnhof, Flugbahnhof, Luftbahnhof, Terminalgebäude. Tanken müssen wir auch mal irgendwann. Wenn man hier übrigens nicht tankt und das Fahrzeug bleibt liegen, hörte ich, gibt es erhebliche Punktabzüge. Wir haben ja schon ein paar Mal so richtig Punktabzüge bekommen. Muss ich nicht nochmal haben. Unter anderem, wenn so eine Mission scheitert, mal eben 1000 Punkte weniger. Das tut ganz schön weh. Muss ich echt mal sagen. Dann hat mich irgendjemand darauf hingewiesen, da gibt es so Leitlinien, wo du mit deinem Fahrzeug eigentlich herfahren solltest. Also designierte Strecken, wo so Fahrzeuge, Zubringer, ja und sowas halt, herfahren. Habe ich mich jetzt auch nicht unbedingt dran gehalten. ja, warum eigentlich nicht? Weil ich euch immer in solchen Spielen möglichst viel zeigen will und wenn ich da mich mit sowas aufhalte,
dann kommen wir nicht so weit, ne? So, jetzt mal sehen. Ich wollte ja eine leckere Pizza noch mit euch essen, hier bevor dieses Video vorbei ist. Piep, piep. So, jetzt gucken wir mal hier in aller... Einsatzbefehl für Florian 9. Im Außenbereich des Sportflugplatzes wurde ein Alarm gemeldet. Oh, wei, Sportflugplatz. Das ist ein ganzes Stück. Dabei wurde einer der Arbeiter von den Flammen eingeschlossen. Alle alarmierten Einsatzkräfte begeben sich umgehend zum Einsatzort. Die eingeschlossene Person ist schnellstmöglich zu bergen. Wir müssen also wieder einen Mann vom Dach retten. Schauen wir nochmal, ob wir das jetzt diesmal besser hinbekommen. So, wie machen wir die Lichtorgel an hier? Und dann geht's auf zu unserem Rettungseinsatz. Mal gucken, ob wir es diesmal besser hinbekommen als, wann war es denn? Im letzten Video, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir noch ein Video, ein Stück. Ich bin gerade so im Schwung, ja. Machen wir noch eins davon und dann, wie gesagt, es ist ein Playtest, kein Let's Play. Im Let's Play würde ich ja jetzt wirklich jedes kleine Detail hier da mitmachen. Den langen, langen Weg. Aber ich würde sagen, noch ein weiteres Video mit dem Drehleiterfahrzeug reicht. Wenn ich dann dazu kommen sollte, euch was vom Flughafen Gebäude zeigen zu können, habt ihr ja noch ein paar Sachen neu, die ihr sehen könnt. Ja, und ja, das nächste Video wird dann logischerweise schon hier Rosenbauer und Co. sein, ne? Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das anfühlt, mit so einem Wagen rumzufahren, der so ein cooles Design hat auch, ne? Ist ja lizenziert. Oh, da brennt's aber lichterloh. Hallo? Da brennt... brennt der Helm! Dem Haus brennt der Helm! Das ganze Dach brennt. Ah, die Musik ist auch irgendwie angenehm. Ich meine, es ist immer dasselbe Gedudel, aber irgendwie nicht so aufdringlich und passt immer so, was soll ich sagen, zur Stimmung gerade. Ne? Wenn Alarm ist, dann wird es ein bisschen treibender. Und ansonsten ist immer so ein bisschen, oh, jeden Moment könnte was passieren. Oh, Kollege, aufpass, sozusagen. Ah, brennt die ganze Bude. Guck mal. Florian 9 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja, wo ist der Mann? Er soll über den Poppenkopf ja da auf den Hunger holen. Aber das ist so düster, der Süße, ja, Nüß. Und das hatte ich ja schon einmal bemängelt. Also es wäre nicht schlecht. Da steht er. Also fahren wir jetzt mit unserem Drehleiter-Dingen hier mal ganz nah ran. Damit da wirklich gar nichts schief geht. Wir können ja bequem durch die Wand durchfahren. Das haben wir ja schon mitbekommen. So, und wir brauchen auch nicht... den Schlauch noch nicht mitnehmen, weil wir erst den Mann da oben retten müssen. Und ab ins Körbchen und los geht's. Ja, ich habe eine herausragende Kamerawinkel hier gerade. So, der ist auch schon. Und runter mit dir. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht die Drehleiter runterfahren müssen. So, wo ist der Rettungswagen wieder? Ja, und wie dieser Einsatz weitergeht, das seht ihr im nächsten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zum dritten und letzten Teil mit dem Drehleiterfahrzeug. Und es ist sogar der vierte schon, ich weiß es gar nicht. Also schaut dann wieder rein. Empfehlt diese Videos euren Freunden weiter, euren Bekannten, eurer Mutti, eurem Hund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.